Hallo und herzlich willkommen hier in unserem verschneiten Winter Wonderland. Ja, wir sind gerade mit Bill unterwegs. Der muss irgendwie ein paar Arbeitskollegen kennenlernen und ja, hier gibt es wohl keinen besseren Ort als das Verbrecherversteck. Das Problem ist, wir können momentan überhaupt nichts machen. Wir müssen irgendwie Kollegen kennenlernen, aber kennen keinen. Das ist ein bisschen sehr ungünstig. Ja, aber wir werden es dann auch irgendwie wieder hinkriegen, weil Level 10 haben wir ja bereits erreicht. Aber ja, was willst du machen? So, können wir irgendwas anderes mit Bill machen? Brauchen wir irgendwas? Wir könnten rein theoretisch noch weiter die Gartenarbeit weiter lernen oder irgendwas anderes. Wir können rein theoretisch Bücher kaufen gehen. Ich meine, wir haben eigentlich genug Bücher, aber wir haben auch genug Geld. Also gehen wir jetzt einfach mal ins Wellness Center und was? Nein, wir wollen keinen Teilzeitjob als Rezeptionist. Kann einfach mal massiert werden hier mit einer tiefen Massage und dann gehen wir einfach mal eine Runde Bücher kaufen. So, das macht Bill bestimmt ganz gut. Wir können ja auch mal hierher switchen und gucken, wer hier so durch die Gegend läuft. Wer bist du denn? Auch wieder ein Paparazzi. Blöd. Ja gut. Warten wir hier einfach mal auf Sonnenschein und hoffen, dass der dann auch irgendwann mal wieder kommt. Aber ich finde das Winterland hier eigentlich auch gar nicht so verkehrt. So, es ist einfach nur sehr weiß. Oh, cool, Nora hat es geschafft und Carsten hat jetzt auch einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Okay, jetzt will er auch ein Buch über Gartenarbeit kaufen. Ich weiß gar nicht, ob er das selber kaufen muss. Kann natürlich sein. Okay, wir wollen auch einen Schneemann bauen. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal mit Carsten hier auch Bücher kaufen. Und lassen das jetzt hier mal mit dem Band. Und danach gehen wir mit Carsten mal in der Stadt essen. Ja, rein theoretisch kann Nora auch mal hierher kommen. Treffen wir uns ja einfach mal vom Bücherladen. Freunde dich mit Miriam Hopcroft an, um deine Beziehung zum Rathaus sowie deine Jobleistung zu verbessern. Ja, können wir machen. Mila schafft das. So, die Kinder sind immer noch in der Schule, aber gleich nicht mehr. Und Mila ist auch gleich mit Arbeiten fertig und sie hätte gerne eine Beförderung. Das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Wir wollen eine hervorragendere Pflanze. Okay, wir bringen jetzt kein Relikt nach China, obwohl wir auch mal wieder Urlaub machen könnten. Das ist natürlich auch so eine Sache. Okay, das können wir alles machen und wir wollen auch Beleuchtung anbringen. Ja, Nora, du kannst dich auch hier mal schön behandeln lassen. Mach einfach mal eine fette Algenmaske ins Gesicht, da freut sich deine Haut. Und Carsten kommt jetzt auch endlich. Du, Familientreff in der Buchhandlung. Vor allem gehen alle hier in den Laden, statt auch mal da rein, aber naja, ist dann halt so. Aus ein und dasselbe Gebäude, ne? So, mit Carsten kaufen wir jetzt wirklich nur das Buch mit der Gartenfähigkeit auf Level 3. So. Wow, ehrlich, wir haben jetzt beide Sachen aufs Haus gekriegt. Kein Wunder, dass wir das Geld einfach nicht loswerden. Das vermehrt sich bei uns einfach nur. Oh, sehr schrecklich. So, gut, Carsten hat sich jetzt wenigstens ein Buch gekauft. Dann können wir jetzt auch gleich noch einen Schneemann bauen. Können wir irgendwo einen Schneemann bauen? Ich will einen Schneemann bauen. Okay, wir haben noch nicht genug Schnee für einen Schneemann. Gut, wir wollten in der Stadt essen gehen. Ach so, wie praktisch, gleich nebenan ist der Imbiss. Ja gut, dann gehen wir einfach mal alleine essen, Carsten. Ist gerade sonst keiner da, der da irgendwie Ambitionen hätte, mit dir zusammen zu essen. Oh, irgendwie auch voll böse. So, Schule geht noch einen kleinen Moment und Mila ist nach Hause unterwegs. Ja gut, können wir eigentlich auch mal nach Hause wandern. Wo ist unser Zuhause eigentlich? Ach, hier hinten, hinter der Brücke. Ups. Unser kleines, niedliches Privatgrundstück. So, es schneit aber auch. Herrschaftszeit. Dann können wir ja wirklich gleich einen Schneemann bauen. Sehr, sehr gut. Gut, wir können aber hier mal noch das Bett machen für die zwei und dann eine Runde duschen gehen. Ja, und dann können wir uns eigentlich auch schon gleich wieder mit der Logik beschäftigen. Haben wir jetzt endlich ein Buch zur Forschung gekriegt? Sehr gut, dann können wir das auch mal lesen. So, was ist denn mit Lilly? Wann wird Lilly eigentlich älter? In einem Tag. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann wird ja hier bald sich mal einiges verändern. Aber wir können auf jeden Fall mal ein bisschen was futtern mit Lilly. Was ist bei Starlight los? Starlight ist tiefenentspannt im Katzenklo. Und Tessie kommt auch gerade nach Hause. So, die Kinder kommen jetzt auch. Oh, und schon Luca ist so schüchtern. was wollen wir hier machen? Zusammen übernachten. Oh, das ist auch süß. So, wir wollen Bücher kaufen. Gut, Rezepte weiß ich nicht, ob wir die gerade unbedingt brauchen. Aber Fähigkeiten hätte ich an der Stelle gerade gerne.
Wir wollten ja mal gucken. Fotomäßig hätte ich gerne auch was, aber hier haben wir nur Band 1 und den haben wir auch schon gelesen. Den Rest, den finden wir, glaube ich, erst in den Buchhandlungen, wenn wir verreisen. Aber auch das müssten wir, glaube ich, schon irgendwo gekauft haben. Irgendjemand müsste das im Inventar haben. Wir können uns jetzt nochmal Band 2 fürs Kochen kaufen. Und wir könnten auch. Ich weiß gar nicht, ob wir das haben. Aber wir könnten einfach nochmal Band 3 hinterher kaufen. Gut, jetzt haben wir nicht so viel gekauft, weil ich auch einfach nicht weiß, was genau. Okay, jetzt kaufen wir einfach mal, wenn wir nochmal explizit was brauchen, dann gehen wir hier nochmal hin. So, komm mal nach Hause, Bill. So, machen wir mal so. Dann ist es, glaube ich, einfach mehr safe. Ha, das könnten wir hier auch mal wegräumen. So, und dann können wir eigentlich mal das Buch hier anfangen zu lesen. Wir haben gerade ja nicht sonst so viel zu tun. So, Carsten ist da jetzt auch fertig. Dann kann Carsten hier mal sich ein bisschen pflegen. Und Nora hat auch ihre Packung bekommen. Dann kann Nora das Ganze auch mal tun. Und unser kleines Vögelchen braucht mal wieder Futter und wir sollten Wäsche waschen. So, Mila packt sich hier mal ins Kinderzimmer. Ist ja auch eigentlich recht gemütlich, um hier mal ein paar Zeilen zu lesen. Ist aber auch süßes Zimmer. Ich stehe voll auf rosa-blau, ich weiß auch nicht. Find das in der Kombination echt nicht schlecht. Oh, da kommt jemand angejumpt, gerannt. Wer war's denn? Hallo? Ah, okay. Da geht die Tür auf. Carsten war's. So, Sean, Luca würde auch gerne mal duschen, wie es aussieht. Was macht Tessie da? Sie macht da erstmal Fettsport. So, Bill. Weißt du was, Bill? Du kannst das so gut. Räum mal das ganze Zeug weg. Und Sean, Luca, du kannst ruhig mal ein bisschen Platz machen. Oder dir mal was zu essen aus dem Schrank holen. So, wo ist denn unsere gute Amanda jetzt gerade abgeblieben? Ist ja auch ein bisschen komisch. So, da muss aber gleich Nora ran. Dann holen wir Melinda einfach, Amanda einfach mal hier hoch. Bill hat die Sachen da jetzt einfach wieder hingeklatscht, ne? Nein, in den Korb geworfen, okay. So, Carsten ist jetzt hier auch fertig. Nein, ist er nicht. Okay, warte. Bill, blöd. Carsten will duschen. Geht Carsten duschen? Ja, Carsten geht duschen. Okay, Bill, du musst einfach mal warten. Du kannst ja mal rein theoretisch Tessie fragen, ob sie ein bisschen was zu trinken zu bieten hat. Oh, Gins haben kein Plasma. Das ist natürlich blöd. Aber ein bisschen reden schadet ja gewiss auch nicht. So, Amanda, die fliegt. Und Carsten ist jetzt fertig. Sehr gut. Wir könnten jetzt mit Carsten eigentlich das nächste Buch anfangen zu schreiben, weil schriftstellermäßig sind wir immer noch nicht so weit. Eigentlich interessant. Wir könnten auch Gartenarbeit einfach nochmal ein bisschen lernen, aber ich glaube nicht, dass das gerade so der Hit ist. Können wir mittlerweile einen Schneemann bauen? Ja, juhu. So, dann, Carsten, gönn dir, bau einen Schneemann. Ja, Bill, du kannst ja noch irgendwie was mit Tessie bereden. Ihr seid ja jetzt auch nicht mehr so die besten Freunde. Was können wir denn ihr noch Schönes erzählen? Bedürfnis nach Sport ausdrücken, auch immer wieder gut. Zum Ausschlafen schwärmen ist natürlich auch nicht schlecht. So, und dann machen wir uns hier mal fertig. Und Amanda haben wir ja auch schon nach oben geschickt. Dann kann Amanda auch gleich nochmal duschen gehen. Und sich dann auch mal was zu essen schnappen. So, schon Luca kann das Ganze hier mal. Oh, das ist schon schlecht. Das ist ja nicht so gut. So, schon Luca kann dann hier aber mal duschen gehen. Weil Bill braucht das ja eigentlich nicht so dringend. Ja, ihr könntet dann mal versuchen, bei Carsten zu schnabulieren. Gehen wir einfach mal mit raus. Oh, die Waschmaschine ist fertig. Dann können wir hier mal beim Schneemann bauen helfen. So. Okay, Mila hat. Oh, Nora ist auch gerade hier. Sehr gut. Kann Nora mal die Kleidung in den Trockner geben? Mila hat jetzt das Forschungsding gelesen, nehme ich an. Dann, Mila, bitte ein bisschen Schach üben. So. Nora gibt das Ganze in den Trockner. Perfekt. Ja, gut, nochmal gleich Wäsche waschen braucht man nicht unbedingt.
So, einmal eine Runde auf Toilette. Guck, die ganzen Feen hier. Voll das Clubtreffen. Wir können ja hier mal eine Grimasse schneiden. Juhu, unser Schneemann ist fertig. Sehr, sehr hübsch. Hihi, wir haben einen Schneemann. Da, 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 da. Schneemann. So, wir können ja mal uns einen Schluck gönnen. Ich hoffe, das nimmt hier keiner wieder negativ auf, weil wir uns hier in aller Öffentlichkeit bedienen. Ja, nee, läuft bei uns. Sehr gut, dann können wir hier auch nochmal duschen gehen. So, schon Luca ist mittlerweile müde, aber wir müssen nochmal die Hausaufgaben machen an der Stelle. So, Amanda muss da auch auf jeden Fall nochmal ran. So, Mila bastelt da weiter rum. Nora ist jetzt mit allem soweit fertig, kann noch die saubere Wäsche holen. Bill geht duschen und Carsten erfriert. Wir wollen aber auch die Fähigkeit Log lernen, da können wir doch glatt mal mit Mila spielen. Sehr, sehr gut. So, wie geht es Lilly? Lilly schläft und Starlight ist mal wieder unterwegs. Ja, soweit so gut. Was machen wir jetzt mit Bill? Der ist ja immer noch ein bisschen... Ja gut, wir können uns auch mal automäßig und sowas kaufen, da werden wir das Geld wahrscheinlich auch los. Und wir wollen muskulöser werden. Wir haben ja auch gar nichts zum Trainieren, ne? Auch ärgerlich. Ich weiß auch gar nicht, wir gehen jetzt mal hier in den Kaufmodus rein. Kommen wir hier einfach so rein? Ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir hier Schwierigkeiten hatten, reinzukommen mit der Tür. Und hier auch nach oben zu kommen. Hier haben wir zwar alles, aber das ist noch nicht wirklich fertig ausgebaut mit den Fähigkeiten. Aber einen Raum zum Trainieren haben wir gar nicht. Ach du Schreck. Wir können gar keinen Sport machen. Wir haben alles Mögliche, aber können keinen Sport machen. Hier ist nur der geheime Dachboden. Wir könnten rein theoretisch hier unsere Dingsplatte rausnehmen. Und meinetwegen hier mit reinsetzen. Dann können wir mal den Schlangenbeschwörerkorb nach oben verfrachten. Wir brauchen ja auch mal dringend eine Lampe drin, ne? Dass man sieht da gar nichts. Deckenlampen. Ich packe jetzt einfach mal irgendeine Deckenlampe rein, die so ein bisschen alt aussieht. Hauptsache, wir sehen irgendwie was. So, hier haben wir auch noch unsere Voodoo-Puppe, die da einfach so rumsteht. eins höher. So. Versuchen wir mal hier unsere kleine Zügeplatte woanders hinzustellen. Passt da auch hin. Ist jetzt zwar schade für die Kinder, dass sie da jetzt nicht rankommen, ohne in den Geheimraum zu gehen. Aber ich würde gerne irgendwie Sport machen. Aber es sah so schön aus mit der Platte da. Egal, Sport ist wichtig, Sport ist gesund. Gut, wir könnten einfach nur ein Laufband erstmal hinstellen. Ist vielleicht fürs Erste auch gar nicht so verkehrt. Was haben wir hier eigentlich für Sachen gehabt? Wir nehmen einfach mal das Dingel. So. Ja, das lassen wir mal so. Das sieht total hübsch aus. Und dann schicken wir hier unseren guten Bill mal wieder ein bisschen Sport machen, damit er wieder ein bisschen fitter wird. Ich wollte gerade sagen, hier ist er eigentlich total voll. Aber er will ja fit bleiben, also soll er das mal machen. So. Carsten will auch noch im Restaurant essen gehen. Stimmt, wir waren nur beim Imbiss gewesen. Blöd, aber Hunger hat er gerade auch nicht wirklich. Müssen wir mal ein bisschen warten. So, Nora hat gerade auch wieder nichts zu tun da mit ihrer Wäsche. Dann gehen wir mal auf Toilette und holen uns mal was zu futtern. Oder wir könnten auch mal was zu Abendessen machen. Machen wir einfach mal Fisch und Chips. Sehr, sehr schön. Ja, Mila, fast hast du es geschafft. Dann sind wir hier mal ein bisschen weiter mit der Logik gekommen. Das wäre an sich ja nicht schlecht, wenn wir hier in der Karriere noch ein bisschen nach oben steigen könnten. So. Tessie blockiert hier irgendwie alles. Müssen wir mal gucken, was wir Spaßiges sonst noch machen können. Ich weiß gar nicht, macht es so viel Spaß hier zum Beispiel irgendwie was zu spielen oder so? Dann müssen wir uns auch bald wieder neu orientieren. Wir könnten auch mit dem Hasen spielen. Dem Valentinsbär. Machen wir an der Stelle einfach mal. So, und hier haben wir auch noch ein Spielzeug, mit dem wir spielen können. Hey, da ist Starlight, dieses gerissene kleine Biest. Oh, ich dachte gerade schon sonst was. Oh, wir haben Geburtstag. Oh nein. Ich habe den Geburtstag total verplant. Wir haben gar keine Geburtstagsparty gemacht. Oh nein, was für ein Reinfall. Happy Birthday, ihr zwei. Wir haben gar keinen Geburtstag gefeiert. Oh, interessiert es denn jetzt wenigstens jemanden, dass Geburtstag gefeiert wird?
Wow, wir bleiben irgendwie mitten hier stecken. Amanda ist nun ein Teenager. In diesem Alter spielen bekanntlich die Hormone ein wenig verrückt und es ist nicht leicht, sein Leben zu meistern. Obwohl die Schulnoten nach wie vor eine große Rolle für die Zukunft von Amanda spielen, kann sie einen Teilzeitjob annehmen und schon mal ein paar, ein wenig Arbeitsluft schnuppern. Aufgrund ihrer eher dürftigen Anstrengungen in der Schule darfst du dir kein Merkmal für Amanda aussuchen. Amanda hat folgendes Merkmal entwickelt. Gute Küsserin. Wie gut ist das denn bitte? Happy Birthday, Amanda. Hilfe, Herr Jesu. Schau, Luca, was ist bei dir? Bist du jetzt auch so weit hier im heimischen Kinderzimmer? Hilfe, Herr Je. Da haben wir jetzt ein bisschen was verpasst. So, das Ding spielt hier schon wieder mit mir böse Streiche. So, jetzt sind wir irgendwie in der Wand verschwunden. Oh, jetzt sind wir sehr nah dran. Ach ja, unser schönes Kinderzimmer. Das können wir ja gleich bald wieder umgestalten. Juhu. Wow, was für ein Gesichtsausdruck. Ja, Gianluca ist nun ein Teenager. In diesem Alter spielen bekanntlich die Hormone ein wenig verrückt und es ist nicht leicht, sein Leben zu meistern. Obwohl die Schulnoten nach wie vor eine große Rolle für die Zukunft von Gianluca spielen, kann er einen Teilzeitjob annehmen und schon mal ein wenig Arbeitsluft schnuppern. Dadadan. Aufgrund seiner eher dürftigen Anstrengungen in der Schule darfst du dir kein Merkmal für Gianluca aussuchen. Gianluca hat folgendes Merkmal entwickelt. Theatralisch. Ja, hallo Gianluca. Wow, was für ein Wachstumsschub. Was für schielende Augen. Ganz die Mutter. Hilfe, Herrje. So, wir gehen, glaube ich, einfach mal nur schlafen, weil Hausaufgaben können wir gerade eh nicht mehr machen. Das hat sich erledigt. Hoffentlich passen wir noch in das zu klein gewordene Bett. So, wir gehen an der Stelle jetzt... Gott, die haben beide dieselbe Helmfrisur, ne? Wir gehen jetzt einfach mal nur schnell schlafen. So, ja, Mila hat hier auch die Schnauze voll, wie es aussieht. Dann gehen wir mit Mila noch schnell auf die Toilette und schnappen uns hier einen Teller. Carsten, hast du Hunger? Na und wenn, schicken wir dich eigentlich sowieso ins Restaurant. Können wir dich noch ins Restaurant schicken? Wo ist denn das Restaurant eigentlich? Ich kann mich jetzt gerade nur an den Imbiss erinnern. Restaurant. Ach, hier hinten, schaut mal. Hier essen alleine. So, schicken wir Carsten mal da zum Abend hin noch hin. So, Bill, was treibst du jetzt hier? Okay, wir warten einfach mal, bis Bill duschen muss. Das schafft er schon. Dann machen wir hier noch schnell einen Sprint. Dann geht das auch alles, glaube ich, nochmal viel, viel schneller. So. Nora räumt noch ihren Teller weg. Wir warten mal noch schnell, bis Mila sich was zu essen geholt hat. Und dann räumen wir mal auch den Rest weg. Okay, wir haben jetzt hier das fröhliche Maskottchen, was uns schon die Möglichkeit offeriert, zur Uni zu gehen. Ach, hier ist was los. Geht das alles schnell? Oh nein, wir wollen gar keinen Teller nehmen. Aufhören. Nein! Reste wegstellen wollte ich mal. Ich bin hier ganz durch den Wind. So, Starlight ist jetzt beschäftigt und Lilly schläft auch. So, Nora können wir dann jetzt auch mal schlafen schicken. Hilfe, Herrje. Was ist hier bitte los? So, schon Luca und Amanda schlafen. Hilfe, Herrje. Was war das denn jetzt gerade für eine Folge, bitte? So, Amanda räumt das auch. Amanda. Jetzt komme ich gerade nicht auf ihren Namen. Mila, Mensch. Mila räumt das gerade auch noch schnell weg. Dann schicken wir sie schon mal schlafen. Und Bill, der hört gar nicht mehr auf. Bill, du kannst auch nicht aufhören. So, er will Amanda das Fahren beibringen. Aber ich finde heiraten irgendwie viel spannender. Obwohl. Ich weiß nicht, ob Bill da jetzt so der mega Freund von ist. Oder war Mila da eher so ein bisschen. Na, mal gucken, wann wir da noch Hochzeit feiern werden. Die Wünsche. Gehen ja schon mal in die richtige Richtung. So, und Bill können wir dann auch ruhigen Gewissens schlafen schicken. Und ja, das war's dann erstmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao!